Ja, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, und wir sind noch immer hier mit den Typen zugange, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, halt die Elfen, die hier kontrolliert werden können, zu retten. So, dann würde ich sagen, überspeichere ich jetzt mal hier das kurz. So. Okay, wie mache ich das am besten? Komm. Den vielleicht ins Kraftfeld. So. Ja, sofort. So. Und den jetzt ins Gefängnis. Werdest du. So. So. Allesamt jetzt hier drauf. Na. So. Ich hoffe, er. Der hat nichts. Also hier steht noch einer. So. Gut. So, jetzt alle auf den. Ach. Gib's doch nicht. Wie schnell ist der denn? Dann müssen wir irgendwie so. Die sind wahnsinnig schnell. So. Den vielleicht schon ins Kraftfeld rein. Ich werde es tun. So. So. Und dann jetzt hier. Auf den. Die. Nee, nicht die Schwäche, die Lähmung. Der kann. Ach, Shitkram. Ihn anvisieren. So, und jetzt. Alle auf den drauf. Ach Mann, wann kommen denn alle auf ihn? Das geht doch schon wieder schief. So. So. Jetzt alle schon mal auf ihn drauf. Ach, der ist schon wieder raus. Dann kann ich ja neu laden eigentlich. Weil wenn der hier rüber läuft, dann ist ja schon alles gelaufen. Weil dann aktiviert er da hinten alles. So was Blödes. So. So, also. Was?
So, den da ins Kraftfeld. So, jetzt überlegen. Es braucht halt eine ganze Weile, bis das dann. Nee, das dauert einfach mit der Massenlähmung zu lange. Das ist einfach nichts. Hat mir mal ein, also habe ich mal wo gelesen, dass das in dieser Situation super wäre. Und man sieht ja, das dauert einfach zu lang. So, also den ins Kraftfeld. Ich werde es tun. So. Und dann auf ihn die Lähmung. Kämpfen schon. Eigentlich müssten die schon hier raus sein, weil es dauert dann wiederum zu lang. Nee, dann probiere ich das mal, dass die direkt vorne sind. So. Damit die direkt. Also. So. So. Alistair kommt dann bitte dahin. Liliana dahin. Wolf da. Akeda hier. So. Komm schon. So, und du steckst den wieder rein. So. Den jetzt ins Gefängnis. Den da ins Gefängnis. So. Und alle hocken da hinten. Das ist unheimlich doof. Hier. So. Haben wir noch was? So was Doofes. Naja, ich muss ja mal weiterkommen. Leider schaffe ich es nicht, die Elfen zu schützen. Sonst hat es immer geklappt. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht so funktionieren will. Es tut mir leid. So, hops. So, dann schnetzeln wir jetzt einfach hier. So, dann da drauf. Lass den Elf in Ruhe. So. So, jetzt hier drauf. So, ich glaube nämlich nicht, dass die jetzt aufhören werden. So, weil der halt aktiv ist, der Elf. So.
So. Nee, leider, der muss oder sie muss leider. Es tut mir leid. So. Naja, immerhin, die meisten konnten wir retten. So. Da kommt Shiani. So. So, wer kommt da? Achso, das ist einer der Elfen, die hätten genutzt werden können. So, Sir Otto steht da noch. So, was habt ihr denn zu bieten? Okay, alles Sachen eher zum Verkaufen. Oh, Publige, Eingold, Geizkragen. So, da ist noch ein Heiler. So, was haben wir hier? Ja, okay. Auch was zum Verkaufen. So, was... Alsaras Laden, okay. Ist das wieder die gleiche? Betrachtet es als erledigt. Ja, okay. Gut, dann plaudern wir mal jetzt mit ihr. Hallo. Na? Was ist passiert? Ein paar Elfen sind rausgerannt, aber ich habe keinen von ihnen erkannt. Wo sind all die anderen? Ich habe diese Notiz gefunden. Sag mal her. Was soll das denn bedeuten? Die können doch keine Leute verschicken, oder? Wohin verschicken sie sie denn? Hast du... Ja, ich weiß, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Wir fragen einfach jetzt hier. Hast du gesehen, ob sie etwas aus dem Hospiz herausgebracht haben? Nein. Die Leute gehen rein, aber sie kommen nicht wieder raus. Wenn sie etwas von hier verschicken, dann haben wir nichts davon gesehen. Sie könnten die Seitengassen nutzen. Da hinten gibt es alle möglichen Gebäude, die sie als eine Art Lager verwenden könnten. So etwas wie eine Sammelstelle. Bei der Notiz war auch ein Schlüssel. Von den Gassen gehen einige Wohnungen ab. Ich würde zur Rückseite des Hospiz gehen und von dort aus vielleicht der Gasse folgen. Sag mir bitte Bescheid, wenn du noch mehr Hinweise findest. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass sie einfach fort sind. So, okay. Ja, das haben wir ja eigentlich gemacht. So, hast du sonst noch was? Was ist passiert? Ein paar Elfen sind rausgerannt, aber ich habe keinen von ihnen erkannt. Wo sind all die anderen? So. Außer ihnen war niemand dort drin. Wie kann das sein? Sie haben Dutzende von uns unter Quarantäne gestellt. Wo sonst könnten sie sein? Das ergibt keinen Sinn. Okay, nochmal die Notiz. Sag mal her. Was soll das denn bedeuten? Die können doch keine Leute verschicken, oder? Wohin verschicken sie sie denn? Ich glaube, warum wäre vielleicht die bessere Frage. Es ist mir egal, warum. Ich will einfach alle finden, die vermisst werden. Aber... wie sollten sie sie hier wegschaffen? Wir müssten sie doch sehen. Sie könnten die Seitengassen nutzen. Da hinten gibt es alle möglichen Gebäude, die sie als eine Art Lager verwenden könnten. So etwas wie eine Sammelstelle. Ja, hier der Schlüssel. Von den Gassen gehen einige Wohnungen ab. Ich würde zur Rückseite des Hospiz gehen und von dort aus vielleicht der Gasse folgen.
Sag mir bitte Bescheid, wenn du noch mehr Hinweise findest. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass sie einfach fort sind. Ja, gut. Ja, dann gucken wir uns hier mal in den Laden, im Laden um. So. Aha. Hübscher Laden. So, hallo. Na? Tut mir leid, wir haben geschlossen. Im Marktviertel kann man dir sicher weiterhelfen. Ja, ich möchte nur mehr Informationen. Es tut mir leid, die musst du woanders suchen. Entschuldige mich. Okay. Wie gesagt, das Geschäft ist geschlossen. Du musst woanders hingehen. Okay. Es tut mir leid. Die musst du woanders suchen. Ja, ja. Entschuldige mich. Wurde vorher, glaub nicht, ne? Nee. Gut. Gut. Ja, bringt's jetzt auch nicht, das Wölfchen zu holen. Dann gehen wir halt wieder. Wie ihr meint. So, vielleicht wird es hinterher aktiv. Okay. Oh. Nee, haben noch nicht aufgeräumt. Gut, dann gehen wir hier hinten hin. Ich hatte gehofft gehabt, durch das zweite Gespräch mit Shiani, dass halt was aktiviert wird. Also hier. Achso. Doch. Gut, nämlich das ist hier. Ja, wie es dann aber weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss.